Vodafone Deutschland schafft ein neues Kundenerlebnis. Das ist die Kernbotschaft, die von der IFA 2012 ausgehen soll. Mehr als 300 Mitarbeiter vor und hinter den Kulissen, aus der Technik, aus Marketing und Vertrieb, dem Pressebereich, die Promotoren sowie die Produktmanager aus dem Consumer-Bereich und die Kolleginnen am Infotresen sorgten für einen rundum gelungenen Messeauftritt. Und damit für das neue Kundenerlebnis bei Vodafone Deutschland. Ja, also für uns im Produktmarketing ist es natürlich besonders hilfreich, auch mal live von den Kunden im Endeffekt mitzubekommen, wie unsere Tarife ankommen, was wir verbessern können und natürlich auch das Lob zu bekommen, was wir denn auch eigentlich gut machen. Das schönste Erlebnis bis jetzt war halt wirklich die Auftritte, die wir auf unserer Bühne haben, die vielen Leute, die tatsächlich zugucken und man merkt, dass es wirklich interessant an den Ständen ist für die Kunden. Wir fingen an zu verhandeln, wie viel Kohljas der Händler denn möchte. Am Anfang wollte er nur 30 Stück. Aber wir haben dann ganz gut verhandelt und am Ende ist er mit 85 Kohljas nach Hause gegangen. Ich hatte gestern einen Kunden, der zunächst nur kurz eine Anfrage zu seinem eigenen Vertrag hatte und sehr zufrieden nach über einer Stunde nach Hause ging, als wir dann für seine ganze Familie letzten Endes nochmal alle Fragen klären konnten. Die tollste Erfahrung war einfach, die tollen Innovationen auf unserem Messestand kennenzulernen, die man so im normalen Innendienst manchmal gar nicht mitbekommt. Und die Menschen, die auf einen zugehen, die Fachhändler, die man persönlich kennenlernt. Aus Sicht des Presseteams ist natürlich die gesamte IFA eine große Herausforderung, weil wir zur Pressekonferenz an die 100 Journalisten haben und dann noch viele einzelne kleinere Termine, wie beispielsweise den Netzbrunch mit Hartmut Kremling und Zoltán Bickel, wo wir Journalisten von Top-Medien vorführen, was unter LTE-Netz zu verleisten mag. Und dort musste die Technik mitspielen, damit all das, was wir so toll demonstrieren können, auch wirklich vorzeigbar war. Und das hat hervorragend geklappt.